Ich habe meinen Spruch aufgesagt. Seid ihr bereit? Ich habe den Eindruck, eurem Freund geht es nicht gut. Augenblick. Gibt es ein Problem, Grautphonix? Eigentlich nicht. Ich denke, ich warte lieber hier drin auf euch. Das geht nicht, Grautphonix. Das klappt doch nie. Die machen uns an. Jetzt hör mir mal gut zu. Was wir ihnen gegeben haben, war kein Zaubertrank, sondern ein Getränk namens Hoffnung. Das ist alles, was ihnen bleibt. Wenn du kneifst, werden sie es auch tun und alles ist verloren. Übernimmst du dafür die Verantwortung? Es wird Zeit, dass du ein richtiger Mann wirst, Grautphonix. Das sollten wir dir beibringen. Sie haben keinen Zaubertrank. Sie blöffen nur. Sie blöffen nur. Sie haben keinen Zaubertrank. Zurück zur Schlachtordnung! Und Angriff! Ihr sollt kämpfen! Zurück zur Schlachtordnung! Freie Information! Was tun die da? Obelix? Obelix! Warte, warte. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Du wirst in Zukunft nie mehr entscheiden, was gut für mich ist und was nicht. Solche Entscheidungen fälle ich alleine, damit das klar ist. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was du mir neulich gesagt hast. Du sagtest, du opferst dich für mich. Nicht doch, Obelix. Doch, doch, das ist mir durch den Kopf gegangen, aber es ist kein Opfer. Ein Opfer ist es nur, wenn es am Ende völlig umsonst war. Aber was du tust, ist am Ende nicht umsonst. Und weißt du auch warum? Du hast einen Freund. Obelix, ich schäme mich so für das, was passiert ist. Nein, musst du nicht. Ist ja nichts passiert. Ist überhaupt nichts passiert. Ist alles in Ordnung.